Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HTB Schweißshop zu einem neuen Experiment. Ich habe mich schon immer gefragt, wie schaffen die das, indem sie einfach Stahl mit so einer komischen Schicht beschichten, dann sieht das schwarz aus, es korrodiert nicht mehr, es rostet nicht mehr. Wie machen die das? Haben die das lackiert oder sonstiges? Das wollen wir heute gemeinsam rausfinden. Ihr habt sicherlich schon mal Bauteile gesehen, die sind irgendwie nicht lackiert, sind aber schwarz. Zum Beispiel Luftgewehr, da sind bestimmte Bauteile aus Stahl, die sehen auch schwarz aus. Dann bestimmte Werkzeuge und da kommen wir automatisch zu dem Punkt brünieren. Was heißt eigentlich brünieren? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt eine chemische Möglichkeit, das gucken wir uns heute an. Und es gibt diverse Hausmittelchen, die will ich heute mit euch ausprobieren. Und was brauchen wir, um mit den handelsüblichen Hausmitteln Stahl zu veredeln, also einen gewissen Edelrost aufzubringen? Was müssen wir dafür tun, was müssen wir vorbereiten? Ich habe hier einmal für den heutigen Versuch Rapsöl vorbereitet und einmal Olivenöl. Wir werden mit beiden den Test mal vornehmen. Wir müssen eigentlich nichts anderes machen, wie unsere Werkstücke, die wir vor Rost schützen wollen, vor Korrosion, müssen wir einfach heiß machen, bis auf über 500 Grad bringen, sagen wir 500 bis 600 Grad, und dann das Ganze ins Öl eintauchen. Und dann bekommt das Ganze durch diese chemische Reaktion, durch die Hitze, einen sogenannten Edelrost, und dann rostet es nicht mehr, es gammelt nicht mehr und wir haben einen Schutz vor Korrosion. Ja, also wir haben jetzt hier drei Stücke vorbereitet, die habe ich jetzt poliert. So sehen sie aus. Eins werden wir mit dem Rapsöl versuchen zu brünieren, eins werden wir mit dem Olivenöl versuchen zu brünieren und eins werden wir mit den mitgebrachten Chemikalien brünieren, also professionell, und gucken, welches Ergebnis am besten ist und was Vor- und Nachteile hat. Die gibt es natürlich zum Schluss auch. So, bevor wir loslegen, Achtung meine Lieben, ich habe eine Schutzbrille, mir kann nichts passieren, also bitte nicht nachmachen. So, machen wir erstmal unser Rapsöl fertig. Aber ich glaube, das reicht gleich schon. Muss ja nicht voll machen. So, bleibt noch was für zu Hause übrig. Zack. So, gut. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich heiß machen. Ich glaube, es wird langsam rötlich. Ja, wird langsam rot. Ich will, dass es ganz rot ist. Ich glaube, wir haben das Problem mit der Temperatur. So, das ist unser erster Versuch. Man sieht schon, dass das schwarz geworden ist. Ja, im Vergleich zu dem hier, schau mal. Aber die Färbung ist mir nicht dunkel genug. Ich weiß, dass man das besser hinbekommt, weil wir müssen das Ding auf Temperatur bringen. Aber es ist nicht schwarz genug. Ich glaube, man kann den Vorgang auch wiederholen. Ja, dann tut sich quasi durch diese Hitze das Öl auf dem Material festbrennen und entwickelt so ein Edelrost, sage ich dazu. Und dann kann es auch nicht mehr rosten. Vielleicht werde ich jetzt auch für diesen Hitzeversuch ein kleines Stückchen abschneiden, weil ich glaube, die Stücke sind zu groß, um das vorzuführen. Deswegen schneiden wir das mal schnell zu. So, ein neuer Versuch. Lötlampe. So, Achtung, geht's weiter. Ich glaube, dieser Versuch wird wesentlich besser. Ich denke, die sind da drauf gekommen. Man macht ja auch Stahl nach dem Schmieden, schreckt man auch mal im Öl ab, um das Gefüge zu verändern. Ich glaube, daher haben die rausgefunden, weil es gibt viele,
die gehen hin und machen das mit dem Altöl vom Auto, dann wird das Ganze noch dunkler. Und ich denke, wenn man das Öl noch vorher ein bisschen erwärmt und dann das heiße Bauteil nochmal reinwirft, dann wird das umso besser. Aber wir schauen uns das Endergebnis jetzt mal an. Im Öl sieht das jetzt nicht vielversprechend aus. Wir gucken uns das mal an. Schon schwarz, also dunkelschwarz geworden. Das ist also unser erstes Ergebnis mit Rapsöl. Lege ich mal hier hin, kann man sich mal angucken. So, erster Versuch wenig Temperatur. Zweiter Versuch mit Rapsöl schon dunkler geworden. Und jetzt werden wir den Vorgang mit dem Olivenöl wiederholen. Und ich versuche das Bauteil, was ich hier noch übrig habe, doch noch rot heiß zu bekommen. Probieren wir es aus. Olivenöl. Extra natives Olivenöl. So, okay, gut. Neuer Versuch, neues Glück. Was ich hier, ich bin absolut unvorbereitet, was das angeht. Ich habe es noch nie probiert. Ich mache das auch gerne mit euch gemeinsam, um die Erkenntnis zu sammeln, weil wenn ich das jetzt vorher schon ein paar Mal perfekt hinbekommen hätte, hätte ich jetzt auch keinen Spaß daran, muss ich ehrlich sagen. Und das will ich nicht verfälschen, möchte ich mit euch gemeinsam machen. So, da schmort es, ja, lassen wir auch schmoren. So, holen wir das Ergebnis jetzt mal raus. Ich denke, es passiert da nicht mehr viel. Ja, auch schön schwarz geworden. Bin natürlich nicht ganz zufrieden. Ich hätte eine tief dunkle schwarze Farbe mir gewünscht. Es ist auf jeden Fall schwarz geworden, sieht man hier. Aber nicht gleichmäßig und nicht so schön tief dunkelschwarz, wie ich mir das jetzt gewünscht habe. Aber es funktioniert, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Was ist aber das Problem an dem Ganzen, was mir jetzt nicht gefällt? Du musst das Ganze mit Hitze machen. Das heißt, du verformst das Blech. Wenn das ein größeres Bauteil ist, wie bringst du die Hitze da rein? Das ist auf jeden Fall kein guter Prozess, aber es ist möglich. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Vorgang, den ich unbedingt machen wollte. Es gibt so ein Set online, so ein Brunier-Set, wo das chemisch gemacht wird. Ja? Und das wollte ich unbedingt ausprobieren, weil das soll ziemlich gut funktionieren. Was haben wir hier? Wir haben hier die Brunierung an sich. Das ist das, was letztendlich wichtig ist. Dann haben wir hier Konditionierer, das brauchen wir vorher. Dann haben wir hier Brunieröl kommt ganz zum Schluss. Und dann haben wir hier den Entfetter. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, kommen wir zum zweiten Versuch, zu dem chemischen Versuch. Das Ganze wird vorher entfettet. Dann werden wir das im Wasser abwaschen. Dann werden wir das Ganze konditionieren. Dann werden wir die Flüssigkeit auch im Wasser wieder neutralisieren, sage ich dazu. Und dann kommt eigentlich der eigentliche Bruniervorgang. Das wird mit dieser Flüssigkeit stattfinden. Und dann kommt das Brunieröl und dann muss das richtig schön schwarz werden. Dann würde ich sagen, machen wir den ersten Test. Rein da. Ah ja. Kindersicherung. So, ich habe nicht so viel Flüssigkeit, deswegen werde ich das so machen. Ich werde mir jetzt etwas drunter legen, dass das ja auch da drin liegen bleibt. So, wir lassen das Ganze jetzt 10 Minuten einwirken und dann ist der Kuchen fertig. So, 10 Minuten vorbei, raus aus dem Entfetter. Sieht genauso aus wie vorher, kein Wunder. Ins Wasser damit. So, passt noch ein bisschen. Jetzt kommt unser Konditionierer, steht, ist halt gefährlich, aber kein Atemschutz. Deswegen, aber trotzdem, auch hier sollte man eine Atemschutzmaske anziehen. Ziehen wir auch gleich an. Genau, Konditionierer auch machen. Mach ich halt das erste Mal. Ne? So, aus dem Wasser in die Konditionierer. Okay. Es reagiert gar nicht, es ist einfach da drin. Gut, lassen wir auch hier
10 Minuten Zeit. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Und gehen Kaffee trinken. So, Kaffeepause vorbei. Wir sind wieder zurück. 10 Minuten sind vorbei. Was ich interessant finde bei dem Konditionierer, schaut euch das an, da haben sich Bläschen gebildet. Was auch immer das bedeutet, scheint zu funktionieren. Hoffe ich sehr. Jetzt mal ins Wasser rein. So, das heißt, die Sachen, Vorbereitung ist geschehen. Jetzt kommt der eigentliche Prozess, nämlich das Brunieren an sich, die Brunierung. Schon. Ha, guck mal, wie schnell es dunkel wird. Das ist ja interessant. Guck mal, wie schnell es dunkel wird. Das ist ja der Hammer. Dieser Prozess dauert eigentlich nur 3-4 Minuten. Und das wird ja super gleichmäßig schwarz. Lassen wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit und dann machen wir das mit dem Brunieröl und gucken, wie das Endergebnis aussieht. Aber ich denke, es wird schon auf jeden Fall besser sein als das mit dem Öl aus dem Supermarkt. So, wir haben das jetzt länger wie 3-4 Minuten drin gelassen. Ich hoffe, das ist jetzt kein großer Nachteil, denn ich sehe, da hat sich ein richtiger Film gebildet um das Ding herum. Nicht, dass das eher schlecht ist, dass es zu lange da drin war. Das ist ja nicht so cool. Boah, der sieht aber gut schwarz aus, oder? Das sieht aber gut schwarz aus. So. Lassen wir jetzt auch ein paar Minuten da drin. Ich hoffe, ich mache das alles richtig hier. Aber es sieht gut aus. Es ist auf jeden Fall schwarz. Auf jeden Fall schön schwarz. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, kommen wir zu unserem Endergebnis. So sah das Blech vorher aus. Jetzt passt mal auf. Das habe ich gestern geschweißt. Das lag kurz ein bisschen draußen im Regen, schon komplett verrostet. Ich habe die Stücke abgeschnitten, poliert. Der erste Versuch, wo das Teil, ich sag mal, höchstens 300, 350 Grad hatte und wir haben das in Rapsöl getunkt, sieht so aus. Aber auch schön schwarz geworden. Das nächste Teil haben wir kleiner gemacht, heißer bekommen, bestimmt über 500 Grad, ist dunkler geworden in unserem Rapsöl. Und dann kam das Olivenöl. Ich finde, das sieht auch ziemlich gut aus. Ja, so sieht das aus. Und natürlich das beste Ergebnis war mit der Chemie und ist gleichmäßiger, sauberer und gefällt mir persönlich am besten. Ja, sieht man ja hier. Und kannst auch deine Schweißnaht hiermit schön versiegeln. Ne? Also, du bist der Gewinner. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Wie ich schon gesagt habe, kleine Bauteile kannst du mit diesem Hausmittel, mit dem Öl, Olivenöl oder was auch immer, machen. Problem ist nur, du musst es vorher heiß machen, es ist gefährlich. Größere Bauteile ein Problem, Verzug ist ein Problem, nicht so toll. Chemisch ist das natürlich eine andere Baustelle, kostet natürlich ein bisschen Geld. So ein Set, Brunierset online irgendwo, kriegst du schon für 30, 40 Euro. Ja, aber kleine Flaschen, da kannst du auch nur kleine Teile machen, brauchst natürlich mehr Flüssigkeit. Das Thema ist halt, sind Chemikalien. Ja? Die erste Frage ist auch gefährlich. Du musst Vorkehrungen treffen. Es ist aufwendig, es sind Schritte, das dauert natürlich. Und nachher die Entsorgung. Ne? Kannst ja nicht einfach irgendwo hinkippen, musst natürlich auch ordentlich entsorgen. So, aber das chemische Produkt sieht natürlich am besten aus. Das heißt, wenn wir in Zukunft irgendwie ja, unseren selbstgebauten Tisch mal brünieren wollen, dass er schön schwarz ist, ja, vor Korrosion geschützt ist und nicht mehr rostet, werden wir das natürlich zu einem Fachmann abgeben. Ich habe keine Lust mehr hier, keine Ahnung, 4-5 große Riesenwannen hinzustellen, wie viel Flüssigkeit, wie gefährlich das ist. Aber das würde ich gerne mal bei einem Fachmann austesten. Ich würde gerne meinen selbstgebauten Schweißtisch irgendwo mal versiegeln. Also, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Experiment gefallen. Ich wünsche euch was bis dahin. Ciao!